Heute geht es darum, was ist wirklich, was ist unwirklich. Im Jnana-Yoga, im Vedanta, geht es um Viveka. Viveka heißt Unterscheidungskraft. Viveka will uns verhelfen, tiefer zu denken, tiefer nachzudenken. Und ich hatte ja schon gesprochen über die vier verschiedenen Vivekas, die im Vedanta eine Rolle spielen. Sie werden beschrieben im Patanjali Yoga Sutra im zweiten Kapitel. Und Shankaracharya geht diese Vivekas sehr systematisch durch im Rahmen seines Werks Viveka Chudamani. Dort gibt es die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, Atma, Anatma, Viveka. Es gibt die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, Nitya, Anitya, Viveka. Es gibt die Unterscheidung zwischen wahrer Freude und Vergnügen, Schmerz, die Ananda, Sukha, Dukkha, Viveka. Diese drei Vivekas haben wir schon in vorigen Lektionen genauer behandelt. Jetzt geht es um die vierte dieser Vivekas, die gerade bei Shankaracharya eine ganz besondere Rolle spielt. Und das ist die Sat-Asat-Viveka. Sat ist das Wirkliche und Asat ist das Unwirkliche, das Nichtwirkliche. Sie wird manchmal auch bezeichnet als die Satya Mithya Viveka. Satya, die Wahrheit, Mithya, die Illusion. Und in der nächsten oder übernächsten Lektion werde ich etwas mehr sprechen über die drei Hauptsätze des Shankaracharyas, wo Satya und Mithya eine besondere Rolle spielen. Jetzt geht es aber um die Grundüberlegung, was ist wirklich Sat? Satya. Was ist unwirklich? Asat, Mithya. Was ist wirklich? Die Grundannahme, die du vermutlich kennst im Vedanta, ist, die Welt, wie wir sie erleben, ist nicht wirklich. Sie ist Schein, sie ist eine Illusion, sie ist eine Einbildung. Und dies will ich dir jetzt beweisen. Vielleicht ist Beweisen etwas übertrieben, sondern ich will dir gute Gründe dafür geben, mit einer uralten vedantischen Analyse, nämlich wir fragen uns, gibt es die Welt? Und wie können wir dieser Frage nachgehen? Wir beginnen mit einer Hypothese. Und wir beginnen mit der Hypothese, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist wirklich. Das wäre unsere Hypothese. Und dann werden wir Schritt für Schritt beweisen, dass diese Hypothese nicht stimmt. Indem wir also die Hypothese, es gibt die Welt, beziehungsweise die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist wirklich, können wir nachweisen, die Welt ist nicht so, wie wir sie denken. Also nehmen wir an, es gibt die Welt. Woher wissen wir von der Welt? Wir wissen die Welt über die fünf Sinne. Wir nehmen die Welt wahr und indem wir die Welt wahrnehmen, nehmen wir einen Teil der Welt wahr. Und so könnte man ein erstes Bild machen. So, wenn wir also sagen, die Welt gibt's, woher kenne ich die Welt, können wir erst einmal sagen, hier ist diese ganze Welt, aber wir können sagen, wir nehmen nur einen Ausschnitt der Welt wahr. Also würden wir sagen, wir nehmen einen Ausschnitt der Welt wahr, das ist so unser Teil der Welt und der ist Teil der ganzen Welt. Und so denken sich das die meisten Menschen. Dass die denken, es gibt eine Welt und ich nehme einen Teil der Welt wahr und ich hoffe, dass ich im Laufe des Lebens ein bisschen mehr verstehe von der Welt. Und die großen Wissenschaftler verstehen vielleicht noch mehr davon. Das ist also die erste Einschränkung. Es gibt die Welt, aber ich kenne nur einen Teil und der größte Teil der Welt ist natürlich unbekannt. Zweite Einschränkung. Was wir wahrnehmen und was für uns die Welt ist, ist das wirklich die Welt? Was nehmen wir wahr? Nehmen wir tatsächlich die Welt wahr? Und wenn wir ehrlich sind, nein, wir nehmen nicht die Welt wahr, sondern wir erzeugen ein Abbild der Welt.
Wir nehmen die Welt wahr in Bildern, in Klängen, Gerüchen, Geschmäckern und wir fühlen die Welt. Aber es ist wichtig zu verstehen, es gibt vom Physikalischen aus betrachtet keine Farben. Was wir hier sehen, du siehst mich vermutlich, also wenn du jetzt diesen Vortrag als Video anhörst, dann siehst du mich hier mit gelbem Hemd. Als Audio kannst du es dir jetzt vorstellen, dass da jemand ist, der hat ein gelbes Hemd an, gelbe Kurta, also ein indisches Hemd. Aber gibt es Gelb vom Physikalischen her? Nein. Es gibt nur Reflexionen von Wellen. Und da gibt es irgendwelche Objekte und Objekte sind eigentlich auch nur Energieansammlungen, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt Sonnenlicht oder hier in diesem Raum gibt es Videolichter und ein Teil des Lichtes wird reflektiert, ein anderer Teil nicht. Und wenn ein bestimmter Teil des Spektrums reflektiert wird, nimmt das unser Auge als gelb wahr. Wir könnten also jetzt sagen, wir haben nicht die Kenntnis der Welt, wie sie ist, sondern wir könnten sagen, wir sind hier ein Auge. Ein Auge steht jetzt für alle Sinne. Und die projizieren jetzt in unseren Kopf ein bestimmtes Bild von der Welt. Wir sehen etwas von der Welt. Wir hören etwas. Auch es gibt ja keine Klänge in der Welt. Klänge sind eigentlich nur Schwingungen in der Luft. Und diese Schwingungen in der Luft treffen ans Ohr. Das Ohr leitet diese Schwingungen weiter nach innen. Dann werden irgendwelche Gehörknöchelchen in Schwingungen gebracht. Dabei werden Sinneszellen aktiviert. Die Sinneszellen bringen das Ganze über den Hörnerv zum Hirn. Und dort entstehen irgendwelche Aktionspotenziale, die ausgelöst werden. Und dann wird das irgendwo interpretiert als Klänge. Es gibt keine Klänge in der Welt. Es gibt Schwingungen und ein Teil der Schwingungen siehst du, ein Teil der Schwingungen hörst du. Genauso auch, es gibt auch keine Gerüche in dieser Welt. Es gibt nur Partikelchen in der Luft, die, wenn sie auf deine Nase kommen, bestimmte Sinneszellen reizen und diese bringen über den Geruchsnerv das Ganze zum Hirn. Im Hirn entstehen dort irgendwelche Aktivierungen von Nervenzellen und diese werden dann vom Geist als Geruch interpretiert. Es gibt natürlich auch keinen Geschmack und es gibt auch keines, was irgendwie warm oder kalt sich anfühlt, sondern es gibt auch wiederum nur bestimmte Manifestationen von Luft, die sich manifestieren auf deiner Haut und dann schwingt etwas schneller oder langsamer und ist mehr ausgedehnt, weniger ausgedehnt und das wird interpretiert als Kälte oder Wärme und so weiter. Wenn du darüber ein bisschen schon nachdenkst, dann ist das schon erstaunlich. Unser Bild von der Welt hat mit der Welt herzlich wenig zu tun. Was wir wahrnehmen als Welt, ist nicht das, was die Welt da ist, sondern ist eine Projektion der Welt in unserer Psyche, wahrgenommen in Farben, Formen, in Gehörtem, Gerochenen, Geschmeckten, Gefühlten und das Ganze dann in Konzepte gefasst, in Worten und Bilder. Wenn wir überlegen, wer bin ich und was ist die Welt, dann haben wir noch dazu das Ganze in Worte gefasst. Also, wenn wir jetzt sagen, was ist für uns die Welt? Für uns die Welt ist eine Projektion, die geschaffen wurde durch die Sinneswahrnehmungen, interpretiert durch die Psyche, gefasst in Konzepte durch Worte. Wenn wir uns jetzt bewusst machen, dass das jetzt die menschliche Welt ist, aber jetzt können wir auch mal überlegen, wie ist es mit all dem? Angenommen, ich persönlich würde jetzt die Brille absetzen. Die Welt ist vollkommen anders. Ich könnte Gesichtsausdrücke von Menschen nicht mehr sehen. Alles, was 3 Meter weiter von mir weg ist, sehe ich nur noch verschwommen. Ich könnte keine Blätter mehr an Bäumen unterscheiden und vieles andere. Was ist jetzt richtiger?
Die Welt, die ich mit Brille sehe, die Welt, die ich ohne Brille sehe. Okay, ich könnte jetzt sagen, okay, ohne Brille fällt es mir schwerer, mich zu orientieren, also ist die Welt mit Brille etwas korrekter. Könnte man sagen. Oder es gibt die sogenannten Rot-Grün-Blinden. Die Rot-Grün-Blinden sehen keinen Unterschied zwischen Rot und Grün. Wer hat jetzt recht? Diejenigen, die Rot und Grün als gleiche Farbe sehen oder dies als unterschiedliche Farbe sehen. Können natürlich sagen, die, die Rot und Grün unterscheiden können, haben zusätzliche Informationen, sie sehen die Welt richtiger. Aber jetzt kommen wir zu den Tieren. Zum Beispiel Pferde. Pferde, nimmt man an, sehen keine Farben. Pferde sehen nur Hell-Dunkel-Schattierungen. Ich kann mich mal erinnern, als Jugendlicher hatte ich ein Pferd gehabt und dort habe ich mich interessiert für Pferde, wie nehmen Pferde die Welt wahr, habe ein Buch bekommen oder durchgelesen, Psychologie des Pferdes, und dann hieß es, Pferde sehen keine Farben, sie sehen alles in Grau-Weiß-Schwarz-Schattierungen. Ich hatte damals schon überlegt, woher weiß der Autor, dass das Pferd in Grauschattierungen sieht? Vielleicht sieht das Pferd in Blau-Grün-Schattierungen oder Rot-Gelb-Schattierungen. Woher wissen wir, welche Farben dieses Pferd sieht? Übrigens auch andere Menschen. Wenn du jetzt dieses Hemd anschaust und sagst, es ist gelb, woher weiß ich, dass was du als gelb siehst, das gleiche ist, was ich als gelb sehe? Vielleicht, was ich als gelb sehe, ist das, was du als rosa ansiehst. Nur weil ich sage, das ist gelb und du sagst, es ist gelb, vielleicht ist dein Erleben dieser gelbe Farbe das rosa. Es gibt keine Möglichkeit, wie wir herausfinden können, ob das, was ich als gelb wahrnehme, das gleiche ist, das vom inneren Erleben das gleiche ist, wie was du wahrnimmst. Okay, aber zurück zum Pferd. Pferd sieht also vermutlich keine Farben, sieht nur Schattierungen. Pferd hört aber Entfernungen, Pferd sieht auch keine Entfernungen. Was man daran sieht, wenn man einem Pferd die Ohren ausreichend zumacht, stößt es sich ständig. Wenn man einem Pferd die Augen verschließt, was man manchmal macht, wenn Pferde Augenentzündungen haben und man vermeiden will, dass weitere Fliegen an die Augen kommen, dann setzt man ihnen eine Maske ums Gesicht und dem Pferd macht das nichts aus. Das Pferd kann weiter durch die Weide traben und galoppieren, wird sich an keinem Baum stoßen und auch nicht an der Begrenzung der Koppel. Pferd hört mit Ohren. Wie hört, also hört Entfernungen. Wie ist jetzt ein Erleben? Entfernungen hören, aber nicht sehen. Nur Grauschattierungen wahrnehmen, aber keine Farben. Oder noch mehr, ein Hund. Hund riecht. Hund ist ein Riechtier. Wie nimmt ein Hund eine Welt wahr, die hauptsächlich von Gerüchen geprägt ist? Hund sieht nicht so gut. Gut, Hund hört besser als der Mensch, sieht weniger, aber vor allem riecht Hund. Wie ist das Erleben des Hundes? So können wir schon sehen, unterschiedliche Lebewesen, die im gleichen Raum leben würden, angenommen du hast ein Haustier oder du hast vielleicht auch einen in deiner Familie, der blind ist, unterschiedliche Lebewesen nehmen die gleiche Welt ganz unterschiedlich wahr. Die Projektion der Welt in jedem Geist ist eine andere. Wir leben nicht in der gleichen Welt, sondern jeder lebt in seiner Projektion. Aber wir könnten jetzt sagen, die Projektion hat trotzdem etwas zu tun mit der eigentlichen Welt, denn die Projektion hilft uns ja in der Welt, uns zurechtzufinden. Unsere Projektion ist hilfreich, dass wir überleben können, dass wir essen, trinken können, uns fortpflanzen können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Also es gibt eine Projektion der Welt in uns, wir haben ein Bild von der Welt, das ist zwar nicht die Welt und ist auch kein Ausschnitt aus der Welt, aber es ist eine Projektion, die irgendwo hilfreich ist, uns in der Welt zurechtzufinden. Was die Welt jetzt wirklich ist, versucht man zu ergründen mit Mitteln der Physik und versucht das mit physikalischen Apparaten festzustellen. Gehen wir noch ein Stück weiter. Nicht nur ist die Wahrnehmung geprägt durch unsere Sinne, sondern die Wahrnehmung ist auch geprägt durch die Interpretation. Das will ich noch erläutern. Angenommen, du bist in einem
positiven Gemütszustand. Und es ist grau. Gerade momentan ist ein Herbsttag, draußen ist es grau. Es gibt noch ein paar Blätter in den verschiedenen Farben. Angenommen, ich bin guter Stimmung, da werde ich das wahrnehmen und sagen, wow, toll, dieser Himmel, diese Weite, diese Gleichmäßigkeit. Und dann sieht man diese wunderbaren, schönen Farben, Gelb und Rot und Orangetöne, großartig. Angenommen, ich bin gerade schlechter Stimmung, da würde ich sagen, ja, alles schlimm, alles schlecht, sogar das Wetter ist schlecht, alles so grau und fade. Oder angenommen, ich bin gerade in einer freudevollen Stimmung und irgendwo in einer liebevollen Stimmung. Ich sehe einen Menschen, der dort vorbeigeht, mich nicht beachtet. Und dann denke ich, ja, der hat anscheinend was Wichtiges zu tun. Ich schicke ihm gerade ein paar positive Gedanken. Angenommen, du fühlst dich gerade schlecht und du fühlst dich irgendwo ungeliebt. Geht jemand an dir vorbei und dann denkst du, der beachtet mich nicht, der mag mich nicht, was hat er gegen mich? Ich habe ihm doch gar nichts gemacht, warum mag er mich nicht? Vermutlich geht er jetzt zum Chef und schimpft über mich. Vermutlich hat er gerade ein schlechtes Gewissen, weil er schlecht über mich gesprochen hat und so weiter. Also unser Geisteszustand verändert die Interpretation. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht hatte ich das auch schon mal in diesem Kurs gesagt, als ich mit Yoga begonnen hat, hatte ich gedacht, Brille zu tragen ist unnatürlich. Also habe ich keine Brille getragen. Wenn ich keine Brille trage, dann sehe ich nicht viel. Wenn ich jetzt etwas sehen will, zum Beispiel sehen will, wie der Gesichtsausdruck eines Menschen ist, ob der mich gerade anschaut oder nicht, ob er lächelt oder nicht, muss ich so machen. Wenn ich so mache, dann kann ich in etwa erkennen, was mein Gegenüber gerade für einen Gesichtsausdruck hat. Aber was denkst du, wenn dich jemand so anschaut? Und ich kam in den Ruf, dass ich ein verkrampfter Mensch bin, der was gegen Menschen hat oder irgendwas Komisches mit Menschen machen will. Das hat mir irgendwann mal jemand gesagt. Ab da habe ich wieder eine Brille aufgesetzt. Aber ich selbst wollte nur wissen, was er denkt, um mich auf ihn einstimmen zu können. Er hat gedacht, ich habe was gegen ihn oder will irgendwas Komisches mit meinen Augen mit ihm machen. Also die Welt, die in mir ist, wird geprägt durch meinen Geisteszustand. Ich nehme nicht nur einen Ausschnitt aus der Welt wahr, ich nehme nicht nur ein Bild der Welt, dadurch geprägt ist durch meine Sinne, sondern auch mein Gemütszustand verändert die Wahrnehmung der Welt. Es ist ein anderes Beispiel. Manche Menschen, wenn sie in einem bestimmten Gemütszustand ist, du versuchst ihnen ein positives Feedback zu geben. Was machen die? Die denken, der will was von mir. Warum sagt er mir das? Ein anderer Mensch, oder der gleiche Mensch, du machst ein ganz sanftes, freundliches Feedback und willst ihm sagen, könnte vielleicht beim nächsten Mal etwas anderes machen. Und du sagst ihm das, der interpretiert das als eine erschütternde Kritik, der mag mich nicht, hat an allem etwas rauszumäkeln, ranzumäkeln. Was der eine denkt und was der andere denkt, ist ganz unterschiedlich. Man könnte sagen, ja gut, das ist jetzt alles Kommunikationstheorie, das wissen wir ja inzwischen, aber es hilft, wenn wir das wissen. Was ich denke von der Welt, muss mit der Welt wenig zu tun haben. Und was der andere denkt von der Welt, muss genauso wenig von der Welt zu tun haben. Und wenn wir beide miteinander kommunizieren, jeder denkt, dass das eigene Bild der Welt das Richtige ist, können wir uns wunderbar streiten. Wenn wir aber wissen, dass jeder jetzt so sein Bild von der Welt hat, und dann kommuniziert man ja miteinander, und dann entstehen natürlich lauter Schwierigkeiten. Nur dann, wenn die Welt ein bisschen gemeinsam hat, fällt es leichter. Man würde sagen, jemand ist psychotisch, wenn sein Bild von der Welt so weit entfernt ist von dem Bild der anderen, dass die Kommunikation und die Interaktion ausgesprochen schwierig ist. Man könnte sagen, man gilt als normal in Anführungszeichen, wenn unser Bild von der Welt so ist, dass es mit den Bildern der anderen von der Welt irgendwo gewisse Gemeinsamkeiten hat, sodass wir miteinander kommunizieren können.
Aber unser Bild von der Welt ist genauso falsch wie das Bild des Psychotikers. Nur der Psychotiker hat ein Bild von der Welt, der weiter entfernt ist von den Bildern der anderen als andere, die miteinander sich unterhalten können. So könnte man gleich sagen, hier gibt es auch eine praktische Konsequenz des Jnana-Yoga. Es geht ja nicht nur um Theorie, es ist jetzt nicht nur Ontologie und Metaphysik, die irgendwo für hochintellektuelle Menschen von Interesse ist. Vedanta ist ja ein spiritueller Übungsweg. Und das eine heißt, wir können uns selbst amüsieren über unsere eigenen Vorstellungen. Wir können neugierig sein, das Universum anderer zu entdecken. Wir können probieren herauszufinden, wie nimmt der andere Mensch die Welt wahr, was ist für ihn wichtig und wie tickt er und wie interpretiert er. Und können dann feststellen, es gibt so viele verschiedene Weisen, die Welt wahrzunehmen. Keine Wahrnehmung der Welt ist richtig, denn jede Wahrnehmung ist letztlich ein Bild der Welt, geprägt durch die Sinne, geprägt durch die Psyche und hat mit der eigentlichen Welt nur bedingt etwas zu tun. Also Sat Asat. Man muss sich bewusst machen, meine Vorstellungen entsprechen nicht der Welt. Auch was ich denke, was der andere denkt, muss dem nicht entsprechen. Vielleicht hast du schon öfters gehört, jemand sagt zu dir, ich verstehe dich ja, aber. Hast du dann den Eindruck, der versteht dich? Typischerweise nicht. Du selbst verstehst ja noch nicht mal dich selbst. Wie kannst du dir einbilden, einen anderen zu verstehen? Und wie kann ein anderer, der sich selbst nicht versteht, dich verstehen? Also, wir haben ein Bild in uns, wir sind uns des Bildes nicht klar, wir kennen das Bild nicht, wir kennen das Bild des anderen nicht und wir versuchen, in diesem Unklaren miteinander zu kommunizieren. Jetzt verstehst du, warum so viel Streit in der Welt gibt. Denn die meisten Menschen haben die Neigung, ihr Bild der Welt zu verabsolutieren, zu versuchen, andere davon zu überzeugen, sind sich aber selbst ihres eigenen Bildes nicht im Klaren. Und so gibt es viele Ängste und viele Probleme. Ein weiteres, was wir hier sehen können. Unser Bild von der Welt ist nicht nur geprägt von unseren Sinnen, sondern es kann auch krass falsch sein. Nehmen wir ein Beispiel. Noch ein weiteres Beispiel. Angenommen, du bist verliebt in jemand und die Person, in die du verliebt bist, ist nicht verliebt in dich. Die Person schenkt dir jetzt mal ein kurzes Lächeln. Du denkst jetzt, sie ist in mich verliebt. Die Person hat nur mal ein kurzes Lächeln geschickt, wie sie es an jeden anderen schickt. Kann eine krass falsche Interpretation sein und kann dann den ganzen Tag unglaubliche Gedanken, Wirrwarr, Hoffnungen, vielleicht auch Freude erzeugen. Und vielleicht am nächsten Tag gibt es dann eine große Enttäuschung. Weiteres Beispiel, dass das, was wir von der Welt wissen, vollkommen falsch sein kann. Nehmen wir an, es gibt ein Elternpaar, die haben einen 18-jährigen Sohn. Der 18-jährige Sohn hat einen Motorradführerschein gemacht und hat auch ein Motorrad. Und die Eltern essen gerade ein Eis im Eiscafé. Jetzt kommt ein Polizist ins Eiscafé. Ein Hintergrund ist, es gab einen Motorradunfall und dort ist der Motorradfahrer tödlich verunglückt. Man hat die Papiere untersucht und dort war ein Personalausweis drin und Führerschein. Und damit war klar, das ist der, nennen wir mal Peter, und dieser Peter ist tot. Und der Polizist hat jetzt die Aufgabe, den Eltern die Todesnachricht zu geben. Für die Eltern ist ihr Sohn jetzt lebendig. Sie freuen sich gerade an ihrem Eis und sie freuen sich, dass sie Zeit miteinander haben, miteinander zu sprechen und unterhalten sich vielleicht über die Zukunft, wo der Sohn ja jetzt demnächst außer Haus gehen will. Er ist schon selbstständig und irgendwo ist eine Mischung zwar aus Trauer, aber auch irgendwo aus Freude. Jetzt kommt der Polizist
und fragt, sind Sie die und die Personen? Und Sie sagen ja. Dann sagt er, ich habe eine schwere Nachricht für Sie, denn Ihr Sohn ist gestorben. Ab dem Moment ist die Welt für die Eltern ganz unterschiedlich. Bis vor einer Minute war der Sohn noch für sie existent, obgleich der Motorradunfall schon ein paar Stunden her war. Also ihr Wissen von diesem Unfall war nicht da. Also was wir wissen von der Welt, kann etwas ganz anderes sein als die Welt. Wir wissen oft nicht und wir wissen oft Falsches. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist Asat, unwirklich. Jetzt nehmen wir mal an, in Wahrheit war das gar nicht der Sohn, sondern nehmen wir an, der Sohn war irgendwo in einem in ein Restaurant gegangen oder in ein Café vielleicht korrekter, in ein Café gegangen und dort hat irgendjemand den in ein Gespräch verwickelt und hat ihm dabei den Schlüssel geklaut und das Portemonnaie, wo alles drin war, hat ihn vielleicht, und der Sohn hat das gar nicht so richtig gemerkt, nehmen wir an, das war irgendwo in der Jacke. Und der Sohn ist jetzt weiter im Restaurant und hat sich dann irgendwo mit Freunden noch getroffen und das Motorrad hat gedacht, das Motorrad steht noch da. Okay, und jetzt nehmen wir an, der das Motorrad praktisch geklaut hat, der war derjenige, der den Unfall gebaut hat. Für die Eltern ist jetzt der Sohn tot und trauern. Ihr Leben ist ein anderes geworden. Ihr Sohn vergnügt sich dagegen irgendwo und ist mit Freunden unterwegs. Jetzt nehmen wir an, der Sohn ruft an. Die Eltern sind todtraurig. Sie überlegen gerade, wer jetzt ins Krankenhaus geht, um den Sohn letztlich zu identifizieren, dass er tot ist. Nehmen wir an, sie sind sogar auf dem Weg dorthin, zusammen mit dem Polizisten. Und dann klingelt ihr Handy und die Nummer von ihrem Sohn leuchtet auf. Sie gehen dran und dort ist ihr Sohn und spricht zu den Eltern. Nimm mal an, um die Geschichte noch etwas eigenartiger zu machen, der Sohn ruft an, warum? Weil er gestürzt ist und sich nicht fortbewegen kann. Er braucht die Hilfe der Eltern. Jetzt ruft er an und sagt, Mami, ich habe einen Unfall gehabt. Und die Eltern freuen sich wahnsinnig. Der Sohn denkt, schräg. Meine Eltern freuen sich, dass ich einen Unfall gebaut habe. Und die Eltern freuen sich. Also, ich will jetzt die Geschichte nicht in dieser Hinsicht weiter ausbauen. Ich will nur sagen, sei dir bewusst, was du weißt, ist oft falsch. Wie du die Welt wahrnimmst, ist von deinem Geist geprägt. Wie andere die Welt wahrnehmen, ist von ihrem Geist geprägt. Und wie du die Welt wahrnimmst, ist nicht besser, als wie andere die Welt wahrnehmen. Sei dort etwas einfühlsamer, mitfühlsamer und versuche nicht alle davon zu überzeugen, die Welt so zu sehen, wie du sie siehst. Gehen wir noch weiter. Nehmen wir nochmal die Situation, Vater und Mutter im Eiscafé sind gerade dabei, ein Eis zu schlecken und jetzt kommt der Polizist und der Polizist sagt, ich habe Ihnen eine schlechte Nachricht zu machen, Ihr Sohn ist gestorben. Jetzt nehmen wir an, die Eltern sind so sehr im Schock, dass sie weiter das Eis essen. Das passiert tatsächlich manchmal im Schock, weiß man gar nicht, was man macht. Jetzt angenommen, jetzt käme ein Psychologe rein, würde fragen, wie schmeckt Ihr Eis gerade? Das ist natürlich ein sehr schräges Experiment, aber wenn man sie fragen würde, wie schmeckt ihr Eis, es schmeckt nach nichts. Die Sinneswahrnehmung wird verändert durch den Gemütszustand. Ich könnte auch sagen, ein anderes Beispiel wäre, angenommen, du magst Erdbeereis und du schmeckst die erste Kugel, schmeckt ganz toll. Aber angenommen, du isst die 10. Kugel hintereinander, wie schmeckt die 10. Kugel? Grässlich. Und spätestens, ich weiß nicht, wie viel Eiskugeln man essen kann, ich habe das noch nie ausprobiert, aber irgendwann schmeckt es einfach nur grässlich. Also, unsere Sinne nehmen nicht die Dinge wahr, wie sie sind, sondern es wird geprägt durch unsere Vorerfahrung.
Es gibt noch ein weiteres Experiment, das mit amerikanischen Studenten gemacht wurde. Viele Erkenntnisse der Psychologie sind gewonnen worden durch amerikanische Studenten, mit denen man Experimente gemacht hat. Man hat Studenten eine Brille aufgesetzt, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und dann, wenn sie die Welt sehen, dann ist alles auf dem Kopf. Wenn sie morgens aufwachen, ist die Welt auf dem Kopf. Und das erschwert natürlich die Orientierung in der Welt. Man muss irgendwo überlegen, wie gehe ich jetzt, wenn alles auf dem Kopf steht. Und das Interessante ist, diese Brille mussten die Studenten Tag und Nacht aufhaben. Das Interessante war, eines Tages wachen die Studenten auf und sehen die Welt ganz normal. Das heißt, die Psyche hat festgestellt, dass ich die Welt auf dem Kopf sehe, kann nicht korrekt sein, ich stelle sie wieder richtig rum. Da steckt eine ganze Menge dahinter. Das heißt nämlich, unsere Psyche hat ein bestimmtes Bild, wie die Welt zu sein hat. Wenn die Sinneswahrnehmung dem nicht entspricht, dann wird unsere Psyche die Sinneswahrnehmung so verändern, dass sie dem Bild entspricht, das wir von der Welt haben. Da steckt sehr viel dahinter. Also nicht nur, dass den Studenten es jetzt leichter gelungen ist, in dieser auf dem Kopf stehenden Welt sich zurechtzufinden. Nein, die Sinneswahrnehmung wurde verändert. Wir verändern die Wahrnehmung, damit die Welt so aussieht, wie wir denken, dass sie zu sein hat. Gehen wir einen Schritt weiter. Denn bisher können wir immer noch sagen, es gibt eine Welt, wir sehen nur einen Ausschnitt der Welt, wir sehen sie in den fünf Sinnen, wir interpretieren das Ganze, je nach Gemütszustand sehen wir es anders, unterschiedliche Menschen sehen die Welt unterschiedlich, aber irgendwo sind wir in der gleichen Welt und es gibt unterschiedliche Weisen, miteinander zu kommunizieren. Wir könnten auch sagen, wir sollten lernen, etwas neugieriger zu sein auf die Welten der anderen. Es ist ja auch etwas faszinierend, sich in andere einfühlen zu können und irgendwo zu sehen, ja, fantastisch, es gibt eine Welt, unterschiedliche Wahrnehmungen, großartig. Aber vom Standpunkt der Physik gibt es überhaupt eine Welt? Zunächst einmal hatte ich schon gesagt, vom Standpunkt der Physik gibt es nicht die fünf Sinneswahrnehmungen, es gibt nur Schwingungen. Es gibt auch keine Körper, wie wir sie jetzt sehen, sondern es gibt nur Atome bzw. Moleküle. Moleküle bestehen aus Atomen, Atome bestehen aus Elektronen, Neutronen, Protonen. Elektronen, Neutronen, Protonen sind eigentlich nur Energien. Es gibt keine Materie. Nur dadurch, dass dort Energiebündel durch die Gegend schwirren und miteinander sich so irgendwo Energiefelder bilden und die dazu führen, dass andere Energiefelder da nicht durchgehen, scheint es so, als ob es feste Materie gibt. Aber es gibt andere Energien, die durch die scheinbar festen Körper hindurchgehen. Zum Beispiel die Handyschwingung geht durch den Menschen hindurch oder die Fernsehschwingung, die kosmische Strahlung, die Magnetkraft und vieles andere auch. Also all das geht durch den Körper hindurch. Manche Schwingungen gehen hindurch, manche gehen nicht. Und wenn zwei Schwingungsfelder eben sich gegenseitig abstoßen, dann nennt sich das zwei feste Körper. Aber es gibt keine feste Körper. Es gibt nur Schwingung. Weiteres, was die moderne Physik gesagt hat, Zeit und Raum existieren nicht so, wie Mensch es wahrnimmt. Wir denken so, die Zeit geht, schreitet voran. Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Einstein hat ja die Gesetze der Relativitätstheorie entwickelt. Es gibt die allgemeine Relativitätstheorie, die spezielle Relativitätstheorie. Und es ist interessant, einige der Gedankenexperimente, die Einstein dort beschrieben hat. Ich werde das jetzt nicht zu detailliert beschreiben. Du könntest das im Internet googeln, Gedankenexperimente, Einsteinsche Relativitätstheorie. Dort findest du so einiges. Jedenfalls, nach Einsteinscher Relativitätstheorie ist es möglich, dass wenn mehrere in nahe Lichtgeschwindigkeit durchs Universum gehen und sich begegnen, dann wird Person X Ereignis A zuerst wahrnehmen und dann Ereignis B und Person Y wird erst Ereignis B erfahren, dann Ereignis A.
Theoretisch, wenn die beiden einen Moment lang anhalten könnten, könnten sie erzählen, was der andere in der Zukunft wahrnehmen wird. Es gibt ja auch so die sogenannte Antimaterie, und eine der mathematischen Interpretationen von Antimaterie ist, dass Antimaterie die Welt von der Zukunft in die Vergangenheit erlebt. Wir können also sagen, wenn wir mit den Antimaterie-Teilchen kurz sprechen könnten, könnten die uns alles erzählen, was in der Zukunft ist. Wir erleben also den Zeitstrom in die eine Richtung, die anderen erleben in die andere Richtung. Es gibt viele verschiedene Ebenen der Welt und es gibt auch nicht wirklich Energien als Energie selbst. Eine weitere Interpretation, gerade der Quantenphysik, ist, es gibt keine Energie, es gibt keine Materie, es gibt nur Wahrscheinlichkeitswolken, dass Ladungen da sind. Also alles ist mal da und mal nicht da, aber über eine ganze Wolke heraus ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass insgesamt an einer Stelle etwas ist. Aber nichts ist wirklich da. Noch weiter, die Quantenphysik sagt auch, die Welt existiert auch nicht objektiv losgelöst von dem Betrachter, sondern der Beobachter entscheidet, wie die Welt ist. Es gibt dann zum Beispiel die Aussage, ein Teilchen kann mal ein Teilchen sein oder mal eine Welle. Oder man kann von einer Welle oder einem Teilchen nur entweder die Geschwindigkeit oder den Ort festlegen. Wenn jetzt aber der Beobachter den Ort festlegt, dann ändert er damit den Charakter des Teilchens. Ich weiß, das klingt jetzt alles etwas abstrakt. Ich will dir nur sagen, du könntest dich mit diesen Grenztheorien der Physik vertraut machen und nachher stellst du fest, tatsächlich, es gibt keine vom Beobachter gelöste Welt. Letztlich ist das Bewusstsein die einzige Konstante in der Welt. Wie wir die Welt wahrnehmen, kommt aus dem Bewusstsein und überhaupt die Art, wie Welt existiert, kommt aus dem Bewusstsein. Ohne Bewusstsein gibt es keine Welt und Bewusstsein prägt die Welt. Und unterschiedliche Manifestationen von Bewusstsein prägen die Welt wiederum. Sat, Asat, was ist wirklich, was ist unwirklich? Und wir gehen jetzt noch eins weiter, nämlich Traumwelt und Wirklichkeit. Jede Nacht gehen wir durch drei Bewusstseinszustände. Wachen, also jeden Tag gehen wir durch 24 Stunden gehen wir durch drei Bewusstseinszustände. Wachwelt, Traumwelt, Tiefschlafwelt. Wenn wir einschlafen, verschwindet die Wachwelt. Dann fallen wir vielleicht in eine Traumwelt. Manchmal ist die Traumwelt so ähnlich wie die Wachwelt. Psychologen haben ja viele Theorien, warum träumt der Mensch überhaupt? Eine der Theorien ist, wir träumen, um die Inhalte, das, was wir erlebt haben, irgendwo zu verarbeiten, zu integrieren in unser Gedächtnis, in unsere Persönlichkeit. Manche Träume sind ähnlich wie der Tag, aber manche Träume sind auch anders. Man kann träumen, man sei ein Schmetterling. Es gab einen chinesischen Philosophen namens Zhuangzi und er hat gesagt, letzte Nacht habe ich geträumt, ich wäre ein Schmetterling. Bin ich jetzt Zhuangzi, der geträumt hat, ein Schmetterling zu sein? Oder bin ich ein Schmetterling, der jetzt träumt, Zhuangzi zu sein? Woher weißt du, dass du jetzt nicht träumst, dass du jetzt in der Wirklichkeit bist? Die Antwort ist klar. Du weißt es nicht. Wenn du in einem Traum bist, weißt du auch nicht, dass du träumst. Es gibt Träume, die so Halbträume sind, da weißt du, dass du träumst. Aber es gibt auch Träume, da weißt du nicht, dass du träumst. Ich zum Beispiel träume manchmal und im Traum überlege ich, ist diese Welt wirklich oder nicht? Ich überlege das manchmal auch im Wachzustand. Träume ich oder existiert die Welt so, wie ich bin? Gut, und es ist schon öfters passiert, dass ich zum Schluss gekommen bin, ja, die Welt ist wirklich, in der ich gerade bin.
Und wie aus Ironie wache ich dann auf und stelle fest, ah, doch geträumt. Wenn du in einer Traumwelt bist, dann siehst du eine Welt. Du identifizierst dich mit einem Teil der Welt. Und die anderen, die ja auch alle Geschöpfe deines Geistes sind, die existieren auch. Du kannst dich mit denen unterhalten, du kannst dich mit denen streiten, du kannst Angst haben, du kannst Freude haben und so weiter. Du könntest sogar irgendwie innerlich denken, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist komisch, aber trotzdem, es erscheint dir wirklich. Und woher weißt du jetzt, dass die Welt, in der du bist, nicht eine Traumwelt ist? Du könntest andere fragen. Ich könnte zum Beispiel jetzt Nanda fragen, den Kameramann, siehst du mich, hörst du mich? Ist das jetzt wirklich, ist es nicht wirklich? Aber egal, was er antwortet, es wird mir jetzt nicht sagen, ob es wirklich ist, denn er ist ja dann auch Teil der Traumwelt. Die großen Vedanta-Meister sagen, ja, diese Welt ist nicht wirklicher als die Traumwelt. So wie du die Traumwelt verlässt, so wie du aufwachst, kannst du auch diese Wachwelt verlassen, so wie du aufwachst. Es gibt nur einen Unterschied, wenn du aus dieser Wachwelt aufwachst, Turiya erfährst, dann wachst du nicht in einer neuen Traumwelt auf, sondern du wachst in deine wahre Natur auf, dein wahres Bewusstsein, Satchitananda. Solange du im Traum bist, erscheint die Traumwelt wirklich. So wie du aufwachst, ist die Traumwelt nicht mehr wirklich. Und solange du aus der Wachwelt aufwachst, ist die Wachwelt verschwunden. Es gibt keine Wachwelt mehr. Noch weiter. Angenommen, du kommst in den Tiefschlaf. Wenn du in die Nacht in den Tiefschlaf kommst, da gibt es keine Wachwelt und es gibt keine Traumwelt. Der Tiefschlaf gibt dir immer die Erfahrung von Freude und von reinem Sein. Nur du weißt es nicht. Angenommen, du hattest einen sehr schweren Tag. Dein Chef hat dich angemotzt, der Job ist in Gefahr. Deine Partnerin oder dein Partner hat gesagt, dass er oder sie nicht weiß, ob er oder sie noch mit dir zusammenbleiben will. Angenommen, der Vermieter hat angekündigt, die Wohnung zu kündigen. Und angenommen, der Arzt hat gesagt, sie haben eine schwere Erkrankung vielleicht. Da ist irgendwas auf dem Röntgenbild und im Blutbild. Angenommen, all das, so schlimme Erfahrungen am Tag gewesen. Und du schläfst. Was ist im Tiefschlaf? Du wirst vielleicht länger brauchen, um in den Tiefschlaf zu fallen, aber wenn du im Tiefschlaf bist, alles vergessen. Freund, Freundin oder Partner, Partnerin vergessen, Chef vergessen, Vermieter vergessen, alles vergessen. Nur man kann es nicht beschreiben. Nichts Begrenztes. Es ist keine Bewusstheit im Tiefschlaf. Aber wenn du aufwachst auf dem Tiefschlaf, hast du irgendwie Trost gefunden. Du hast irgendwie Freude. Jetzt nehmen wir einen anderen Menschen an. Nehmen wir an, der hat gerade vom Chef die Beförderung gekriegt, auf die er seit Jahren hingearbeitet hat. Angenommen, seine Angebetete hat das Ja-Wort gesagt. Angenommen, der hat schon eine tolle Wohnung gefunden. Angenommen, Arzt hat gesagt, oder angenommen, vollkommen gesund, Sorgen, die man vorher hatte, alle nicht da. Angenommen, der schläft ein. Vermutlich nach einem so glücklichen Tag dauert es auch eine Weile, bis man einschläft. Aber die Tiefschlaferfahrung ist identisch. Egal, ob es einem im Wachbewusstsein schlimm und grausam ergangen ist, vielleicht sogar Zahnweh dabei gewesen ist, oder ob es eine ganz großartige Erfahrung war. Die Erfahrung im Tiefschlaf ist identisch für jeden Menschen. Kein Unterschied. Drei Bewusstseinszustände, drei Welten. Die Wachwelt, die Traumwelt und die Tiefschlafwelt. Und dann gibt es noch den vierten Bewusstseinszustand, genannt Turiya, der vierte, die Befreiung. Dieser Bewusstseinszustand ist wie Tiefschlaf bei voller Bewusstseinheit. Satchitananda, sein Wissen, Glückseligkeit.
Und wenn du in diesem Turiya-Zustand bist, zum Beispiel in der Meditation, dann weißt du, die Welt, die sogenannte Wachwelt, ist nicht wirklich, wirklich. So ähnlich wie wenn du aufwachst auf den Traum, dann weißt du, die Traumwelt ist nicht wirklich. Jetzt heißt es, danach wirst du wieder zurückgehen in dein Normalbewusstsein, aber etwas bleibt. Jnana, Erkenntnis bleibt. Du hast erfahren, ich bin nicht dieser Körper und diese Welt ist nicht wirklich. Ich bin sein Wissen Glückseligkeit. Ich habe jetzt diesen Körper angenommen und ich nehme diese Welt wahr. Es ist eine Traumwelt, lila Spiel. Yogis sagen, es ist auch nicht dein eigener Traum, es ist Traum Gottes. Und innerhalb dieses göttlichen Traums, dem Traum von Ishvara, Traum von Gott, hast du noch deine eigene Welt, die du dabei schaffst. Erinnere dich daran. Das ist die ganze Welt hier, die wir hier wahrnehmen, ist keine feste Welt. Sie ist wie lila Traum Gottes. Und wir sind Traumgestalten im Traum Gottes. Und als Traumgestalten gestalten wir einen Teil des Traumes Gottes mit. Und jeder Einzelne träumt seinen eigenen Traum. Die Welt, in der wir leben, ist ein großes geistiges Universum, ist eine Projektion von vielen Menschen, eine Wahrnehmung von Teiluniversen. Wir sind alle Teil des kosmischen Traumes und wir können daraus aufwachen. Und wenn wir daraus aufwachen, dann wissen wir Unendlichkeit und Ewigkeit, Satchidananda. Solange wir noch Karma im Universum haben, gehen wir wieder in die relative Welt hinein. Wenn wir aber wissen, dass das Ganze ein Schauspiel ist, eine Projektion, dann können wir dort gelassener hineingehen. Und hier sind wir bei einer weiteren Analogie, wo wir sagen, die Welt ist wie ein Schauspiel. Shakespeare hat ja gesagt, die Welt ist wie ein Schauspiel, wir gehen dorthin, wir spielen unseren Part und gehen wieder. Wir wissen nicht, welches unser Part ist, wir sind Traumgestalten im kosmischen Traum Ishvaras oder Shaktis, je nachdem, wie wir es nennen wollen. Wir können auch sagen, das Ganze ist wie ein Impro-Theater. Jeder ist dort, um seine Rolle zu spielen, aber weiß nicht, was die nächsten Aufgaben sind. Also anders als beim klassischen Theater, wo man seine Rolle auswendig lernen muss und weiß, worum es geht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir sind Schauspieler. Aber auch nicht individuelle Schauspieler, sondern Gott spielt Schauspieler durch jeden einzelnen Körper und die Psyche. Und dann vergisst Gott, dass er eigentlich Gott ist und identifiziert sich damit. Und so entsteht diese Welt. Wir können aufwachen aus der Welt. Und wir können uns lösen aus der Identifikation mit der Welt. Wir können es mit Viveka machen, indem wir unterscheiden zwischen Sat und Asat. Und wir können in der Meditation aufwachen, uns erfahren, als wer wir wirklich sind. Und mein Tipp für die nächsten Tage wäre auch, frage dich das öfters am Tag. Sei dir öfters bewusst, was du wahrnimmst, was du denkst, was du fühlst, wie du mit anderen umgehst, all das ist Illusion, Traum. Du wirst trotzdem in der Traumwelt geschickt umgehen müssen. Aber nimm die Welt nicht so wirklich. Nimm vor allen Dingen deine Vorstellungen von der Welt nicht so wirklich. Und wie die Welt zu sein hätte, wie du sein solltest, wie andere sein solltest, wie die Welt sein sollte. Nimm das amüsiert zur Kenntnis. Und zwischendurch mache dir bewusst, Traum, Illusion, nicht so wichtig. Und auf dieser Grundlage kannst du auch furchtlos sein. Da all diese Welt eine Traumwelt ist, kannst du dir bewusst machen, dir kann nichts passieren. So ähnlich wie, wenn du einschläfst und dich verfolgt ein Tiger, dir kann nichts passieren. Oder auch wenn du träumst und du hast das Gefühl, ein Chef ist sehr bedrohlich, dir kann nichts passieren. Oder wenn du wieder eine Prüfungssituation erlebst, die du vielleicht mal als Kind oder Jugendlicher oder Student hattest, dir kann nichts passieren. Es ist Traumwelt. Und so ähnlich in dieser Welt, Traumwelt. Dir kann nichts passieren.
Satchidananda Swarupoham, meine wahre Natur, sein Wissen, Glückseligkeit. Nicht nur bist du nicht das, was, womit du dich sonst identifizierst, es existiert auch gar nicht. Traum, Schauspiel, wie auch immer du es nennen willst, Projektion oder auch ein Sammelsurium von Projektionen. Mach das dir das öfters bewusst, tritt raus aus der Identifikation im Alltag. Zwischendurch magst du das wieder vergessen, aber zwischendurch machst du dir wieder bewusst. Und spätestens in der Meditation sei dir bewusst, was dir am Tag so wichtig erschienen ist, niti niti, nicht dies, nicht dies. Satchidananda Swarupoham, meine wahre Natur, sein Wissen und Glückseligkeit. Und noch ein kleiner Tipp. Es fällt manchmal leichter, in diese Denkweise hineinzukommen, wenn du eine Zeit in einem Ashram verbringst. Und insbesondere im Retreat, zum Beispiel im Schweigeretreat. Bei Yoga Vidya, www.yoga-vidya.de, gibt es Jnana-Yoga-Seminare, Vedanta-Seminare, Meditations-Retreats, Schweigeretreats. Da wird dir das viel klarer und es wird zu einer lebendigen Erfahrung. Und wenn du dich selbst erfahren hast als reines Bewusstsein, jenseits von allen körperlichen und psychischen Prozessen, dann wird es dir leichter fallen, im Alltag zu wissen, ich bin eigentlich wie ein Träumer, wie ein luzider Träumer. Ich träume, aber ich weiß, dass ich träume. Ich habe Einfluss auf das, was ich erlebe, aber ich bin nicht das, was ich erlebe. Ich spiele das Spiel mit wie ein Schauspieler, wie ein Impro-Schauspieler, aber mir selbst macht nichts etwas aus. Mehr Informationen auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga-Vidya-Ashrams, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie, wer bin ich, wohin gehe ich, was ist wirklich, was ist unwirklich, was ist das höchste Ziel des Lebens und wie kann ich es erfahren?